Was bedeutet eigentlich Datenkultur? Datenkultur beschreibt, wie eine Organisation mit den Daten umgeht, wie sie sammelt, wie sie nutzt. Und das eben nicht nur auf der Führungsebene, sondern quer durch die ganze Organisation, innerhalb der IT-Abteilung, außerhalb. In einer Organisation mit einer starken Datenkultur sind Daten wirklich eine zentrale Ressource, die allen Mitarbeitern möglichst transparent zur Verfügung stehen, dass fundierte Entscheidungen getroffen werden können und datenbasiert gehandelt werden kann. Warum ist Datenkultur wichtig für den Erfolg von Projekten? Eine starke Datenkultur stellt sicher, dass Entscheidungen, die innerhalb von Projekten getroffen wurden, auf einer soliden, fundierten Datenbasis erfolgen. Das heißt, ich erkenne anhand der Daten frühzeitig Chancen, Herausforderungen, Risiken in meinen Projekten, kann datenbasiert einlenken und kann aber auch diese Entscheidungen allen Projektbeteiligten gut und transparent kommunizieren, sodass Entscheidungen nachvollziehbarer sind und alle im Projekt mitgehen und wir das Projekt gemeinsam zum Erfolg bringen. Und das fördert diese starke Datenkultur, das datenbasierte Handeln. Wie kann in einer Organisation eine starke Datenkultur aufgebaut werden? Der erste Schritt hin zu einer erfolgreichen Datenkultur ist es, eine Datenstrategie zu entwickeln. Ist eine Art Leitfaden oder auch Regelwerk, der vorgibt, wie Daten in einer Organisation genutzt werden dürfen, wer die Daten nutzen darf und aber sich auch darum kümmert, in welcher Datenqualität wem Daten zur Verfügung gestellt werden. Was auch zu einer erfolgreichen Datenkultur gehört, ist es, sich damit auseinanderzusetzen, wie die Mitarbeitenden wirklich mit den Daten umgehen. Es ist wichtig, dass sie im Umgang mit den Daten geschult werden, dass sie Analysemethoden erlernen und dass sie aber auch die richtigen Werkzeuge zur Verfügung gestellt bekommen. Das hört sich jetzt nach einer ganzen Menge an Arbeit an. Und man muss da aber auch wirklich keine Angst haben. Eine gute Datenkultur entsteht nicht über Nacht. Aber der erste Schritt ist es, Daten als zentrale Ressource zu sehen, die den Mitarbeitern an die Hand zu geben und so datenbasiertes Handeln zu fördern.